Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Und heute mit einem Highlight, könnte man sagen. Es gibt für diese Konsole nicht viele Spiele, die ich als genauso gut einstufen würde. Ja, ihr könnt schon den Titel lesen, ich spreche von diesem Meisterwerk hier. Super Smash Bros. Für die Nintendo 64. Für mich, wie gesagt, eines der besten Spiele auf dieser Konsole. Ich meine, ich möchte Mario 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie und auch irgendwelche Zelda-Titel nicht schlecht reden, ja, aber dieses Spiel, das war für mich der absolute Wahnsinn als Kind. Ich meine, man konnte mit Kirby aus Dreamlands gegen Pikachu kämpfen. Man konnte mit Donkey Kong gegen Link aus Hyrule kämpfen und ne, das war für mich so, what the fuck, war ultra cool. Und ich sehe gerade, das ist ein bisschen staubig. Ja, schon lange nicht mehr benutzt dieses Spiel, ja, aber es wurde oft gespielt. Das sieht man auch an der Verpackung, ja. Das ist ein bisschen schade. Hier sieht man, weiß ich nicht, keine Ahnung. Natürlich muss hier oben Pikachu stehen. Wer mich kennt, der weiß, Pikachu, das nicht scharf gestellt wird. Doch jetzt mein absoluter Main in allen Smash-Spielen, ja. Was haben wir hier noch? Natürlich auch Pikachu. Das kann doch kein Zufall sein. Okay, was haben wir hier? Erstmal ein paar Ingame-Bilder. Fantastisch. Dann hätte ich gern das Jahr gesehen. Das ist aus dem Jahr 1999. Alles klar. Haben wir irgendwo was Deutsch? Ja, da. Die Nintendo Schlagparade. Hier ist der abgefahrene Prügelspaß mit den Superstars des Nintendo-Universums. Mario, Yoshi, Kirby, Pikachu und viele mehr. Action-Spaß für bis zu 4 Spielern. Unzählige charakterische Spezialattacken. Mit deutschem Bildschirmtext. Ich meine, damit kann ich arbeiten. Tatsächlich. Und mir fällt gerade auf, es gibt nicht so viele Charaktere am Anfang, aber hier drauf, hier haben wir 6 Stück. Es fehlen 2. Warum? Man hätte alle da drauf packen können. Es fehlen nämlich Fox und Samus. Warum? Das ist ein bisschen schade. Aber wie auch immer. Pikachu ist drauf. Alles andere ist Nebensache. Nee, ich liebe sie alle aus diesem Spiel. Echt, das ist fantastisch. So, seht ihr das? Immer noch in diesem Plastikteil drin. Ja, ich habe Sorge getragen an diesem Spiel, könnte man sagen, ne? Seht euch das an. Fun fucking tastisch. Von der Sonne nicht ausgebleicht. Keine fehlende Farbe, einfach absolut gar nichts. Super Smash Bros. Legen wir mal dahin. Das Teil hier. Und das brauchen wir auch nicht. Jetzt kommt das Booklet. Yeah. Das ist ultra dick, seht ihr das? Aber es sind mehrere Sprachen und deswegen suchen wir uns mal Deutsch. Was vielleicht einen Moment dauern könnte. Nee, da fängt es irgendwo an. Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich, so. Yeah, Nintendo Controller, scheißegal. Hier fängt das Ganze an. Controller-Funktionen, ringfrei für den Kampf des Jahrhunderts. Und ja, ne? Hier haben wir so ein cooles Bild, in dem Fox irgendwie so ein bisschen, ja, so aussieht, als wäre er gerade auf der Toilette, aber naja, und Link ist auch so ein bisschen AFK und so, ich weiß doch auch nicht, ne? Aber es macht alles gar nichts. Wir haben hier die Funktionen des Controllers. Start können wir. Mit der L-Taste können wir die Siegespose machen. Oh, mit L die Siegespose. Das muss ich mir merken. Ja, mit dem Joystick können wir uns bewegen. Mit dem Z-Trigger können wir abblocken. B. Spezialattacken machen. Mit der R-Taste können wir Gegner greifen. Items fallen lassen, genau. Die C-Knöpfe sind zum Springen. Mit dem A-Knopf können wir leichte Attacken machen. Und auch eine starke. Und auch eine Smash-Attacke. Und ja, ich muss gar nicht mehr viel zu diesem Spiel sagen, hoffe ich mal. Das sollte bekannt sein. Einfach nur, damit wir alles gesehen haben. Da ist Mario von wegen. Yo, ich bin, ne? Ich bin auch dabei. Wir haben die verschiedenen Spielemodus. Spieler 1 Modus, Versus Mode, Optionen und die Daten. Uns interessiert eigentlich nur der Einspielermodus. Hier wird erklärt, was der Einspielermodus ist. Das könnt ihr euch eigentlich durchlesen, wenn ihr wollt. Mein Finger macht ein bisschen Schatten, aber es geht. Wie gesagt, wenn ihr was lesen wollt, dann einfach nur Pause drücken. Das passt schon alles. Ich denke, wir werden einen Einspielermodus mal so einen Durchgang machen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hier geht der Text weiter. Da sehen wir, was wir auf dem Bildschirm sehen. Die verbleibende Zeit, Schadensanzeige, die restlichen Versuche und so weiter. Ne? So kann man alles lesen, genau. Wie gesagt, Pause drücken, wenn ihr was lesen wollt.
Ich möchte das Ganze einfach komplett drin haben. Falls irgendjemand in 50 Jahren denkt so, ja, ich habe dieses Spiel, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich habe keine Anleitung mehr. Ja, wenn du Deutsch kannst, kannst du das hier alles durchlesen. Weil, nur auf Deutsch, denn ich habe zwar alle Sprachen hier drin, aber ich möchte jetzt nicht alle durchblättern, da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. So, der Versus-Modus. Wir können auf Zeit spielen oder auf Versuche. Wir können im Team antreten zum Beispiel. Das haben wir früher immer gemacht und ja, ich war relativ gut darin, muss ich sagen. Versus Start. Wir haben zu Beginn, wie gesagt, acht Charaktere. Ja, wir haben alle gesehen auf dem Cover. Außer natürlich, wie gesagt, Fox und Samus. Sudden Death gibt es auch noch, genau. Wenn ein Unentschieden stattfindet, dann spielen beide Spieler mit 300% Schaden. Was bedeutet, man kann sie relativ schnell aus dem Ring kicken. Allgemein, man muss den Gegner quasi nicht töten oder besiegen. Nein, man muss ihn aus dem Ring kicken. Und das macht man, indem man ihm möglichst viel Schaden zufügt. Je mehr Schaden, desto weiter fliegt er. So, hätten wir das Spiel erklärt. Dann haben wir noch Optionen. Ist auch nicht interessant, aber ich sage es trotzdem. Daten der Charaktere, bla bla bla. Versus Record können wir uns auch ansehen. Was wir, mit wem, wann, wie viel und wie oft gemacht haben und so weiter. Ist ganz nett, aber jetzt nicht unbedingt spielrelevant, ja. Ich habe das meistens eh alles mit Pikachu gemacht, weil Pikachu war wirklich mein absoluter Main und wie gesagt, ist es immer noch. Dann haben wir Items. Wir haben die Kiste, wir haben das Fass, was ungefähr dasselbe ist. Ein Chanera-Ei. Ein Chanera-Ei, fantastisch. Eine Kapsel. Dann haben wir Wurf-Items, wie zum Beispiel die Sensorbombe, den Bumper, den Bob-Omb und den Pokéball, was wirklich ein cooles Item ist. Wir haben Schlag-Items, ein Laserschwert, einen Baseballschläger, einen Hammer und einen Fächer. Ja, möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Dann haben wir Spezial-Items, die Feuerblume, die kennt man, eine Laserknarre. Ziemlich cool. Hat aber begrenzte Schussanzahl, ja. Ein Zauberstab, Erholungs-Items, die Riesentomate aus Kirby oder ein Herz. Die Spezial-Items, ein Stern, ein grüner oder ein roter Panzer. Und dann haben wir die Charaktere und Level. Was für Level? Ach so, ihre Arena. Ach so, ja. Werden wir jetzt kurz durchgehen. Wir haben Mario. Wir haben Donkey Kong. Wir haben Samus. Wir haben Fox. Wir haben Pikachu. Wir haben Link. Wir haben Kirby. Und wir haben Yoshi. Nächste Seite. Und es gibt noch vier andere Charaktere, aber die sind hier leider nicht drin. Und die haben wir noch ein bisschen Werbung für Club Nintendo, für Bookware, für das Power-Abo, ne? Nintendo Online, bla bla bla. Alles uninteressant für uns mittlerweile, existiert das eh nicht. Achtung, Warnung, Gewährleistung, halt so wie immer. Und dann haben wir auch schon alles gesehen in der deutschen Sprache. Deswegen werden wir jetzt das Spiel ganz langsam wieder einpacken. Warum packe ich das eigentlich ein? Weil ich werde es gleich wieder auspacken müssen, um zu spielen. Ich meine, ne? Packen das da rein. Machen die Anleitung hier hinten ran. Öffnen. Kartonbox. Und schieben alles vorsichtig. Warum willst du nicht da reingehen? Können wir mal darüber reden, warum du nicht da reingehen möchtest? So, jetzt geht's. So. Könnt jetzt zwar nicht viel sehen, spielt aber keine Rolle. Denn jetzt legen wir los mit Super Smash Bros. Für Nintendo 64. In dem ich wirklich, wirklich mal gut war. Ich war auch in den kommenden Teilen. Melee und Brawl war ich wirklich, wirklich gut. Dann kam der neue Teil für die für den 3DS. Da war ich nicht wirklich gut, weil der 3DS ist nicht dafür da, um gut als Controller zu dienen. Muss ich ganz ehrlich sein. Die Wii U-Version war ich auch okay, doch ging gut. Aber ich muss sagen, Super Smash Bros. Ultimate. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich meine, wenn ich viel trainieren würde, ja, dann wäre ich bestimmt irgendwann auch richtig gut. Aber ich kann das Spiel nicht. Ich verstehe nicht, warum. Irgendwie ist mir das Ganze. Der Kampf ist für mich zu langsam oder so. Ich weiß es nicht genau. Es fühlt sich einfach nicht richtig an für mich. Und deswegen habe ich Ultimate auch nicht wirklich oft gezockt. Aber sollte ich irgendwann nachholen, um auch da mal wieder ein bisschen gut zu sein. Aber wir sind abgeschweift. Wir reden jetzt über Super Smash Bros. Für den Nintendo 64. Los geht's!
Ja, Leute, der erste Teil der legendären Smash-Reihe. Und wir starten mit Yoshi. Schön. Ja, ich muss jetzt ein bisschen ins Intro reinlabern, weil, ne, ansonsten, ne, Copyright-Verletzung, Mimimi. Wir haben hier einer der besten Beat'n'up-Spiele der Welt. Mit den Charakteren Mario, Donkey Kong, Link, der guten Samus, Yoshi, Kirby, Fox und Pikachu. Und diese 8 Charaktere geben sich hier ihr Stelldichein ein. Was für eine fantastische Idee. All diese Charaktere zusammenzuschmelzen zu einem großen Spiel, das mittlerweile noch viel gigantischer geworden ist, als es damals war. Ist auch alles so liebevoll gemacht mit diesen kleinen Bildern von all den Charakteren, ja. Und nun muss ich still sein. Ja, cooles Intro. Und habt ihr gesehen, da waren 4 Schattengestalten zu sehen. Das sind freischaltbare Charaktere. Mhm. Und die finden wir hier. Hier, 1, 2, 3, 4. Wer es ist, muss ich euch nicht erzählen, glaube ich. Auf jeden Fall, in der Smash-Reihe gibt es für mich eigentlich nur einen Charakter. Wobei, nee, in späteren Teil gibt es für mich mehr als nur einen Charakter. Hier auch, ich spiele eigentlich mit allen gerne. Aber mein Herz schlägt hier für... Ich möchte gerne spielen mit der blauen Mütze. Wir spielen auf normal, würde ich sagen. 3 Herzen, das passt schon. Ja, weil ich denke, ich habe die Steuerung nicht mehr so richtig im Griff, weil... Dass ich diese Version gespielt habe, da ist lange her. Da ist wirklich lange her. Mal sehen, ob ich das noch irgendwie hinkriege. Ich meine... Na komm hoch, Link. Du Idiot. Oh Gott, das steuert sich wirklich unfassbar schwierig. Muss ich jetzt gerade anmerken. Unfassbar schwierig. Der N64-Controller, er war halt nicht so... Doch, er war wirklich gut, aber... Ne, ist halt ungewohnt jetzt. Auf jeden Fall, wir haben gewonnen. Wir kriegen ein bisschen Bonus. Nun müssen wir gegen Yoshi-Team antreten. 18 Yoshis, Leute. 18 Stück. Das ist viel. Aber zum Glück sind die jetzt alle nicht so wirklich stark, ne? Jetzt bitte herkommen, danke. Tschüss. Irgendwie funktioniert gerade meine Steuerung nicht richtig. Moment. So, nun geht das Ganze doch viel besser. Irgendwie hat die Steuerung nicht mehr... wollt ihr mich verarschen? Verdammt, Yoshi ist hier. Piss dich. Oh, ihr habt ein Item, das nehmen wir doch mit. Ja, Yoshi, komm da runter. Verpiss dich mal. Friss das. Boom. Oder geh fliegen. Geht auch. Ah, die Steuerung ist wirklich so dermaßen ungewohnt. Ich meine... Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir spielen nur auf normal, aber... Wir könnten noch Schwierigkeiten bekommen. Sehr gut. Guter Yoshi. Direkt in meinen Donnerblitz reingelaufen und das war's. Wunderbar. Gibt es Bonus, weil wir mit einem Stern aufgehört haben? Star Clear. Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Jetzt gegen Fox! Fox ist auch ein cooler Charakter. Oh, dieses Spiel, Leute. Ich hab's so dermaßen geliebt. Ich hab's gesuchtet. Ich hab's wirklich gesuchtet. Ey, du Sack, du! Wie gesagt, ich war auch wirklich... Ich war wirklich gut damals. Wirklich. Ich war wirklich gut. Aber jetzt... Die Steuerung ist nicht mehr dasselbe, natürlich. Du Sack, du! Verpiss dich jetzt mal! In, Melee war ich auch gut. In Brawl war ich auch gut. Aber in Ultimate... Irgendwie, es ist mir da ein bisschen zu langsam. Ich komme da nicht rein irgendwie. Ich weiß auch nicht, weshalb. Finde ich ein bisschen schade, aber... Ich müsste dem Spiel auch ein bisschen mehr Zeit geben, glaube ich. Und dann... Game's gut.
Oh, Break the Targets. Krieg ich das noch hin? Ich hab das Gefühl nicht. Hier, zack. Zack. Möchtest du bitte da hochgehen, Pikachu? Ich habe eigentlich genug Zeit, oder? Hat gepasst. Und nun? Wo kann ich... Nein! Oh Gott! Ich wusste nicht mal, wo ich landen kann. Hätte ich aber hingekriegt. Mein Gott. Spielt ja keine Rolle. Vielleicht nur das Spiel zeigen. Die Mario Brothers gegen mich und Kirby. Sollten wir hinkriegen. Wie gesagt, ich will gar nicht wissen, wie lange es hier ist, seit ich dieses Spiel zum letzten Mal gespielt habe. Deswegen ist es auch legitim, dass ich nicht mehr... Verzeihung? Verzeihung? Ist auch legitim, dass ich nicht mehr wirklich gut drin bin. Fucking Mario Brothers, verpisst euch. Habt ihr das gesehen? Ich habe Kirby unterstützt. Und nun Luigi, verpisst dich. Keine Chance. Ich habe ultra viel Damage genommen. Ja, muss ich was zum Spiel sagen? Man verprügelt den Gegner. Wow, trifft dann auf sich selber und dann ja... Ne, je mehr Schadensprozent man dem Gegner gemacht hat, desto eher fliegt er aus der Stage. Und das ist das Ziel. Nicht ihn einfach nur verprügeln, sondern ihm wirklich Damage machen, um ihn aus der Arena zu... Hallo, Polygon. Verzeihung? Nicht ihn zu verprügeln ist das Ziel wie in anderen Beat'em-ups. Nein. Ihn aus der Arena zu werfen, das ist unser Hauptziel. Und was machst du da, Pikachu? Oh, Maxi Tomate. Heilt mich. Boom! Ah, komm schon. Ich merke, wie ich das Spiel nicht mehr beherrsche. Früher war ich wirklich gut. Da war ich ein Kind, mein Gott. Wenn ich jetzt ein bisschen üben würde, ich wäre... Wow. Giant Donkey Kong mit Kirby und dem normalen Donkey Kong. Oh Leute, das ist total Nostalgie für mich. Ich liebe es. Komm runter da, Donkey Kong. Sag du. Ja. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir ihn angreifen zuerst, weil er hält einfach so dermaßen viel aus. Aber wenn drei Charaktere auf den einflügeln, dann ist es nicht so das Problem. Auch ich gebe mein Bestes und da war es schon. Das Aus für Donkey Kong. Seht ihr? Oh, wie gesagt, ich bin nicht mehr gut, aber ich liebe es. Board the Platforms! Das schaffen wir mit Pikachu eigentlich eher, denn Pikachu ist sehr agil, kann sehr hoch springen und so weiter. Ich werde jetzt nicht die Topzeit aufstellen, weil wie gesagt, ich muss mich auch zuerst noch wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber ich liebe es. Nein! Mist, verpasst. Verpasst, komm schon. Und zack. Und zack. Und zwei. Und geschafft. Yeah, complete! Ich kenne das Level noch. Wie gesagt, ich habe meistens mit Pikachu gespielt. Oh, nun das Kirby-Team. Das alle Fähigkeiten besitzt von allen Charakteren. Da oben haben wir Mario, da haben wir Donkey Kong. Also müssen wir denen aufs Maul geben. Hey, Kirby! Soll die Scheiße! Soll die Scheiße! Piss dich mal! Mario ist auch noch da! Hau ab! Da ist Link! Verzeihung? Verzeihung? Nimm mich mal halt ein Schwert zur Hand hier, Link, ne? Wie findest du das, ne? Findest du nicht so cool? Boom! Schwert geworfen, Samus erledigt. Und da haben wir Yoshi und Fox! Shit, ich habe mein Schwert davon geschmissen. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein, Bob-Omb! Der Bob-Omb macht sehr viel Damage, falls er mich trifft. Und auf dem Gegner natürlich. Tschüss, Kirby! Oh, Pikachu Kirby! Ne? Und der normale Kirby. Verzeihung. Das war eine unfaire Combo-Attacke hier. Würdet ihr bitte mich in Ruhe lassen? Eine Kirby-Ding ist weg. Oh Gott, das war knapp. Ich wollte schon sagen, der eine Kirby ist weg, aber... Das war knapp. Mein Donnerblitz.
möchte kein Leben verlieren gegen diese Kirby, danke. Das war scheiße knapp. Lieber 100% Schaden. Oh, Samus. Yeah. Und die Musik ist total episch. Ich kann es nur wiederholen, Leute, ich liebe das Spiel. Würdest du bitte weggehen, Samus? Würdest du bitte... Nein, nein, nein. Nein, das war nicht gut. Oh, Samus. 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 Piss dich. Piss dich. Oh, beinahe von der Stage gefallen. Aber hier kann man nicht einfach so von der Stage fallen. Nein, da unten ist Lava. Aber, finde ich gut. Kann ich ein bisschen... Oh, das ist ein Pokéball. Komm her, Samus. Ich will ein Pokémon rufen. Das war nur ein Goldini. Aber egal, wir haben trotzdem gewonnen. Okay, und nun kommt, glaube ich, Metal Mario. Genau, Metal Mario. Der hält ultra viel aus, aber ist jetzt nicht so der schnellste Kämpfer. Trotzdem nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Auch wenn ich ihn werfe. Das bringt quasi überhaupt nichts. Hallo? Ja, zuerst mal ein bisschen Damage reinknüppeln. Ansonsten werden wir den Sieg nie einfahren. Seht ihr? Er fliegt überhaupt nicht weg. Der hat schon über 120%. Geh fliegen! Gibt's doch nicht. Ein bisschen das hier einsetzen und spammen und dann Tackle! Und bringt immer noch nichts. Noch ein bisschen. Bringt jetzt was. Wisst ihr was? Nein! Du Arschloch! Hat einfach diesen Bumper gelegt hier. Nein, so nicht. Nein, so nicht. Geh jetzt weg! Haufen Scheiße! Ich konnte meine Attacke nicht einsetzen. Und das war's für dich. Yeah! Pikachu ist unerhaltbar! Oh, ich könnte das Spiel stundenlang spielen. Race to the finish! Yeah! Könnt ihr dieses Spiel stundenlang spielen? Aber ich möchte nur einen Durchgang mit euch machen. Und dann ja. Hier müssen wir einfach nur das Ziel erreichen. Im Idealfall ohne getroffen zu werden. Ich glaube, das ist nicht mal wichtig, aber... Ja, nee, wir haben da oben eine Zeit, genau. Zap und so hier durchgehen. Hier den Gegner abpassen und dann rennen. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Es war nicht mal schlecht, glaube ich. Und nun? Ja, oder auf Deutsch, das kämpfende Polygon-Team. Das fand ich immer super. 30 Stück. Aber die können alle nix. Einfach nur, das sind nur Polygonen. Ich meine, was wollen die eigentlich? Ich meine, es sind 30 Stück. Ich meine, ein paar werden mir Damage machen, aber... Grundsätzlich... Piss dich mal! Geht weg hier! Hier haben wir noch eine Box. Auf die Items sind noch gar nicht wirklich eingegangen, ne? Auf jeden Fall die Maxi-Tomate kämpfen aus Kirby. Die heilt mich komplett, was... Hallo? Was nie verkehrt ist eigentlich. Hier haben wir einen Kirby-Stab, mit dem wir Sterne feuern können und auch das Ding einfach nur werfen können. Und dann verschwindet er bereits. Warum? Lass die Scheiße mal sein hier! Hey! Nein! Ja, Pikachu! Diese Kapsel, die ich eingesetzt habe, die ist explodiert und das hat mich ein Leben gekostet. Das hätte nicht sein müssen. Ich war unvorsichtig, ich geb's ja zu. Ja, wenn ich unbesiegbar bin durch den Powerstern, die Gegner flüchten vor mir. Kommt jetzt her. Ich habe keine Zeit hier. Habe echt keine Zeit. Oh, boom. Verpisst euch mal. Meine Maxi-Tomate. Oh, booms. Nein. Oh, Moment. Das könnte ich einsetzen. Oh. Ich dachte, ich könnte mit 0% gewinnen, aber konnte ich nicht. Macht aber nichts. Alles kein Problem. Und nun die Masterhand.
Schade, dass ich ein Leben verloren habe. Hier ist die Besonderheit. Wir müssen kein Damage machen, theoretisch. Prozentual. Nein, wir müssen ihr Prozente abziehen. Sie hat 300. Hey, du Haufen Scheiße. Ja, wir müssen ihr Schadenspunkte quasi abziehen. Wenn die bei 0 ist... Autsch. Dann haben wir gewonnen. Hallo? Nimm mal Schaden, Mensch. Nein, Autsch, 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 Autsch. Du Haufen Scheiße. Mein Gott! Kriegt die Steuerung nicht hin. Wenn sie so angreift, einfach nur... Am besten... Nein! Ah, ich wollte blocken. Oh Gott, ich krieg's nicht hin. Nein! Weg! Oh, großer Gott! Ich kann das nicht mehr. Ich treffe auch nicht mehr. Ja, das Bewegungsmuster. Nee, ich hab's nicht mehr drin. Auch hier wieder Angriff verkackt. Mein Gott! Ich mach kaum Damage. Ich meine, das Ausweichen klappt ja. Wenn ich sehe, was passiert. Aber, ja, ich kann's halt nicht mehr. Hab und hochspringen, zack, perfekt. So, ein Drittel haben wir. Das macht halt sehr viel Damage. Nein! Ein Haufen Schaden. Oh Gott! Schieß doch! Hat das Vieh jetzt dreimal geschossen? Verdammtes Arschloch. 20%! Und stirb! Yeah! Das war's mit der Masterhand. Oder? Das war's, oder? Ja, das war's. Wollte schon sagen. Speed King, nicht schlecht. Smashless, Cheap Shot. Ja, gut. Und da ist die Pikachu-Puppe. Ja, das Ganze basiert eigentlich darauf, dass nicht wirklich Charaktere gegeneinander kämpfen, sondern Spielzeuge. Von einem Kind halt, ne? Ja, und jetzt hier, ne? Könnte ich... Moment, wie schieße ich denn? Ich weiß nicht mehr, wie ich schieße. Hä? Wie schieße ich denn? Weiß nicht mehr, wie ich schieße. Also konnte ich das haben? Oder? Doch, ich konnte die... Hä? Irgendwie klappt das nicht. Ich dachte, irgendwie könnte ich die Namen abschießen, aber ist zu lange her. Ich kann auch Start drücken und dann gehen die Namen schneller weg. So. Und dann haben wir die erste Runde Smash durchgespielt, Leute. Wir haben hier ein wunderschönes Bild. Sehr schön. Kriegen wir jetzt schon... Ja, wir kriegen jetzt schon einen neuen Charakter. Falls wir ihn besiegen. Falls wir ihn besiegen. Man muss für jeden Charakter eine bestimmte ja, Sache schaffen. Hier für Ness muss man, glaube ich, einfach nur einmal ja, den normalen Modus durchspielen oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und ja, gegen Ness zu gewinnen ist jetzt nicht so das Problem auf normal. The Charge Genius Ness. Schön. Können wir sonst noch was machen? Trainingsmodus? Nee, das bringt auch nicht viel. Nee, 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 nee. Bonus. Ah, hier können wir Break the Target machen und hier halt, ne, das andere. Das mit den Platforms. Wir könnten gegeneinander spielen und so weiter. Moment, das könnte... gib mir noch einen Kampf. Komm, ein Kampf. Hier. 5 Stocks. Handicap aus, Teamattacken aus, Stage Select an, 100% Schaden. Ist gut. Einfach nur ein Kampf noch. Free for all. Pikachu nämlich. Mit meiner Mütze. Und dann kämpfen noch gegen Ness. Ja, auf Level... Ich nehme mal Level 7. Ich bin nicht mehr so gut, aber mal sehen, ob ich mich gut schlagen kann. Es gilt Level 1 bis 9. 9 ist das Beste oder das Stärkste halt, ne? Gib mir... Die Stages haben wir alle gesehen, ja. Gib mir das. Saffronia City, ja.
Ja, Level 7 ist schon sehr stark. Mal sehen, ob ich mich dagegen behaupten kann. Ich hab's das Gefühl nicht, aber... Geh da rein! Ja, da war Glumanda. Piss dich, Ness. Hallo, Level 7? Ness kann ja mal gar nichts. Warum ist das so? Ja, pika pika! Tschüss, Ness. Verpiss dich. Moment. Pika pika! Ja, ich kann den Gegner auch... Hey, Porygon! Leck mich! Oh, dass man die Attacken nicht mehr aufladen kann, wie in... Es war in... Oh Gott, wo war das das erste Mal im Brawl, ne? Gott, beinahe runtergefallen. Komm her, ne? Ness, du Haufen Scheiße. Commander! Ich hab grad geflucht, das muss ich rausschneiden. Kommt ansonsten nicht gut. Verpiss dich. Au! Hau ab! Hau ab! Keine Items einsetzen! Pokémon. Ja, hier ist diese Box. Wie gesagt, man hat es bestimmt schon gemerkt, da kommen Pokémon raus. Die können sehr stark werden. Dieser Blur einfach mal so random. Da kommen ganz viele Pokémon raus. Das ist wirklich interessant, aber... Ich möchte jetzt nicht wirklich von ihnen getroffen werden. Und dieser Hammer... Ja, wenn ich ihn nicht nehme, dann nimmt ihn der Gegner. Und deswegen... Nehme ich ihn. Damit kann man beinahe nicht mehr verlieren. Seht ihr? So viel Damage. Fucking... Fucking... Verdammtes Porygon, ey. Ja, ich habe gerade wieder geflucht. Hier, frisst das. Oh Gott, der Pokéball. Nein! Voll. So ein Vollidiot. So, Pokéball. Los! Na, was kriegen wir? Starmie. Los, Starmie! Da war gerade ein Elektroball, habt ihr gesehen? Ja, ich weiß, Level 7 ist scheinbar doch nicht so gut, weil... Was für ein Vollidiot! Hat sich gerade selber erledigt. Yeah! Okay, Moment, Moment. Moment. Ich versuch's nochmal gegen Level 9 Ness, okay? Ist das ein Deal? So, einfach nur, dass niemand sagen kann, es war nur Level 7. Mimi. Aber die Stage bleibt Saffronia City. Oh Gott, wenn ich jetzt verkacke, dann, ne? Kotzt es mich ein kleines bisschen an. Geh da rein! Oh! Janera! Hab ich gerade das Janera weggekickt? Nein! Nein! Du Haufen Scheiße! Verpiss dich! Das ist meine Stage hier, verstehst du? Keine Chance hier! Ah, du... Scheuer Idiot! Er kann sich nicht retten auf dieser Stage. Das ist ein bisschen doof, ne? Und sagt Tschüss! Er kann sich nicht retten. Moment, das ist mein Zauberstab. Gib her. Gib her. Boom! Nee. Nicht getroffen. Macht aber nichts. Au! Ein verkacktes Jojo hier, Ness, ne? Oh! Weg da! Boom! Elektroball hat mich beinahe getötet. Nicht das Schwert nehmen! Nicht das... Das ist mein Schwert! Lass die Scheiße! Das ist mein Schwert! Nein! Oh, Mr. Flor! Danke, Mr. Flor! Du hast mich schön gerettet hier. Und da runter! Da ist ein Pokéball und das wird das Ganze beenden. Kickli! Oh, fantastisch. Oh, fantastisch. Oh, ich bin wieder ein bisschen drin. Aber nur ein bisschen. Autsch! Lass die Scheiße! Boom! Nein, das Schwert hat nicht getroffen. Darf nicht passieren, aber... Mh. Er war selber dumm. Naja gut, lassen wir es. Leute, Super Smash Bros. Für die N64. Geniales Spiel, ich liebe es immer noch. Steuerung muss ich mich zuerst wieder reinfinden, aber mit Pikachu an meiner Seite, ich kann es immer noch. Ich liebe es, die ganze Reihe, ganz im Ernst. Leute, das war's für heute mit... Moment, ich gehe raus.
Das war's für heute mit Game zum Montag mit dem überragenden Spiel Super Smash Bros. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!